Wie eingangs erwähnt, soll nun auf der letzten Folie ein Video eingebaut werden. Idealerweise nimmst du natürlich einen Film von dir. Wiederum über Einfügen, Video, Video auf meinem Computer und dann, indem du den entsprechenden Ordner, in diesem Fall auf dem Desktop, aufrufst und auf Einfügen tippst. Übrigens, natürlich funktioniert das auch mit Drag and Drop, das heißt einfach von außen in die Folie reinziehen. Die Größe kannst du noch anpassen, ist aber eigentlich gar nicht so wichtig, weil du beim Reiter Wiedergabe einstellen kannst, dass die Wiedergabe im Vollbildmodus stattfinden soll. Das heißt, die Ränder, die fallen dann eh nicht ins Gewicht. Und der Start soll in diesem Fall nicht mit Klicken, sondern automatisch sein. Wie bei Audiodateien könntest du hier auch noch die Lautstärke entsprechend anpassen, falls jetzt dein Film etwas zu leise sein sollte. Und jetzt testen wir das gleich mal. Von der letzten Folie starten wir die Präsentation. Ja, hat einwandfrei geklappt. Mit der Windows-Version von PowerPoint kannst du auch Online-Videos, zum Beispiel von YouTube, einbauen. Ich kopiere mal diese Folie mit einem Rechtsklick Folie duplizieren und lösche hier diesen eingefügten Film und über Einfügen Video wähle ich Online-Video. Hier kannst du nach einem YouTube-Film suchen oder, falls du den kennst, direkt den Einbettungscode einfügen. Der Einfügungscode bei YouTube ist hier drüben bei Einbetten, wenn du diesen Codeschnipsel kopierst. In diesem Fall aber suchen wir nach einem Film und nehmen einfach mal den erstbesten. Ich wähle den aus, tippe auf Einfügen und passe ihn noch in der Größe an und setze ihn in die Mitte. Mit einem Doppelklick wird jetzt dieser YouTube-Clip aufgerufen und jetzt schauen wir mal, wie das funktioniert, wenn ich also bei Folie 8 mit der Präsentation beginne. Und hier kann ich direkt diesen YouTube-Clip abrufen. Du musst dir allerdings bewusst sein, dass dieser YouTube-Clip sich nur abspielen lässt, wenn du auch eine Internetverbindung hast. Der Film ist also nicht wirklich in deiner Präsentation integriert.